Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Magic Beamer mit einem weiteren Kombinationsvideo, denn das habt ihr euch so oft gewünscht. Hier habe ich schon die erste Kombination und ich würde sagen, nicht lang fackeln, fangen wir an. Intro. Die erste Kombination wird eher was zum Ansehen, davon muss man auch noch eine haben. Die anderen sind dann mehr so nützlich angehaucht. Das hier ist jetzt also unser Ausgangsblaster, die Alpha Trooper, die an sich schon ziemlich geil aussieht. Da können wir aber noch was machen. Zuallererst was zum Zielen. Wir haben jetzt ja hier schon Korn und Kimme und alles. Braucht man noch nicht. Wir haben hier das von Stormtrooper Deluxe Blaster. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Ich kann ihn mir nie merken. Es ist einfach Stormtrooper Blaster, der hat dieses Korn, zwei Körner, noch ein Korn, Doppelkorn, Dreifachkorn. Erinnert mich an Alkohol. So viel weiß ich. Kann man sogar recht gut damit zielen. Ich habe gerade in den Lauf geguckt, das solltet ihr nicht nachmachen. Ist nämlich noch nicht geladen, also kann ich das noch. Aber jetzt wird es geladen mit diesem 12er Magazin. Ich könnte auch ein Trommelmagazin nehmen, aber ich finde, das hier sieht einfach besser aus. Geladen, aber nee, da fehlt noch was da. Ach ja, ich wollte nur eine Schulterstütze ranbauen. Nämlich die von der Stockade. Man kann auch die von der Retaliator nehmen. Das hat nämlich eine Bewandtnis. Die gehen alle so nach unten. Ist sehr großartig erklärt. Also wirklich. Hier, dieses Level, da visiere ich an. Und hier geht's runter. Das braucht man für diesen Blaster, damit man ordentlich zielen kann. Da Retaliator und Stockade haben das. Jedoch habe ich den von der Stockade vorgezogen, weil man hier zusätzlich nochmal Pfeile deponieren kann. Und extra Pfeile... Da sage ich nicht nein. Okay, das ist jetzt unser erster Blaster. Jehoff! Ich habe nicht gedacht, dass ich fast treffe. Aber gut, hier haben wir unseren ersten Blaster. Nicht so spektakulär. Das Dümmste zuerst. Und dann kommen jetzt zwei bessere Kombinationen. Nämlich diese hier. Hier haben wir nämlich die Tri-Strike. Von der dachte ich mir, hey, mach doch auch mal was dazu. Was haben wir also? Die wird zusammengesetzt aus einmal diesem Frontlauf von der Longshot. Ihr könnt da irgendeine nehmen, aber ich habe jetzt mal die genommen, die ich hatte, nämlich die blaue. Die ist zwar nicht von Elite, aber hey. Dann haben wir hier Raider, die Schulterstütze. Auch hier könnt ihr wieder variieren, was eure Lieblingsschulterstütze ist. Ich mag die hier, weil sie sehr stabil ist und weil sie sich ausfahren lässt. Sie lässt sich also anpassen in drei Stufen. Die hier kann man auch noch mitzählen. Und an sich... Eine geile Sache. Also von der Raider. Und hier oben habe ich noch das Scope vom Modulus Range Kit. Aber habe ich hier eine coolere Version gehabt. Kann man sich auch noch holen. Aber natürlich geht auch die ganz normale Version. Hier ein 12er Magazin. Ah, ist auch gar nicht geladen. Normalerweise ist ein 10er Magazin mitgeliefert. Aber wenn ich zwei extra Pfeile nehmen kann und das trotzdem noch gut aussieht, sage ich mal nicht nein. Funktioniert tut's auch noch. Und man hätte jetzt auch sagen können, hey, wenn du da ein Scharfschützengewehr mitmachen willst, warum hast du nicht einfach ganz die Longshot genommen und so gelassen, wie sie ist? Das liegt daran, dass die Longshot absolut nicht weit schießt. Das hier ist so das eheste, was wir an einem Sniperblaster, an einem Scharfschützengewehr haben, was Nerf uns zu bieten hat. Vor allem, da wir hier von der Seite laden können und ich vergöttere diesen Lademechanismus. Problem ist allerdings, dass er recht aufwendig ist und länger dauert. Deswegen habe ich hier diesen... Lauf. Nicht einfach nur, weil es ein bisschen cooler aussieht, sondern auch, weil man hier oben einen Pfeil extra laden kann und hier rein einen Pfeil extra laden kann, mit dem man dann auch schießen kann. Moment mal, ich nehme hier mal einen raus. Ganz einfach hier rein, laden und stellt euch mal folgende Situation vor. Der Gegner kommt auf euch zu und ihr seht ihn. Feuert. Na. Feuert. Nicht getroffen. Der Gegner kommt weiter. Feuern. Ah, ja, es ist genau vor euch. Ihr könnt nicht mehr nochmal laden. Ihr habt nicht die Zeit dafür. Und dann, weil ihr den ja umsichtig vorbereitet habt, könnt ihr ihn damit erledigen. Zusätzlich gibt euch das die Möglichkeit, einen Zweitblaster zu haben. Denn wie ihr wisst, ist es im Nerfor sehr ungünstig, immer sein Magazin aufzuladen, weil das viel zu lange dauert. So könnt ihr den hier auch unabhängig zum anderen benutzen und dann auf kurze Entfernung verheerenden Schaden anrichten. Muss man schon so sagen. Okay, das wäre diese Kombination. Ihr könnt übrigens, ich habe euch mal die Aufgabe gestellt beim... FAQ, könnt ihr mal einen Namen für mein neues Messer finden. John war noch ein cooler Name oder Magic Cutter oder sowas. Schön gemacht, aber ich möchte euch mal bitten, könnt ihr vielleicht Namen für diese Kombination entwickeln, so wie die Nerf-Namen, nur ohne diese Strike und Shot immer da ranhängen und irgendwie neue Blaster-Namen erfinden. Erfindet einfach mal so richtig kreative Namen dafür. Dafür oder auch dafür. Was haben wir denn Schönes? Wir haben ja eine Kombination mit der Modulus MK2. Ne? Modulus, die ist ja sowieso darauf ausgelegt, dass man hier viel dran rumbaut. Und das habe ich tatsächlich auch getan. Und zuallererst möchte ich auf das Magazin eingehen. Ah, gut, nicht geladen.
Hier habe ich nämlich auch wieder vom Star Wars Deluxe Stormtrooper Blaster, bla, habe ich wieder eins benutzt, nämlich dieses schöne 12er Magazin in Weiß, weil es von den Farben her gut dazu passt. Und ich habe das ja eigentlich nur benutzt, ein 12er Magazin, weil andere Sachen bei mir nicht ranpassen. Es gibt inzwischen eine neue Version von der MK2, wo auch alles möglich ranpasst, wie zum Beispiel Trommelmagazine, die ja vorher nicht gingen. Aber wenn ich schon mal das 12er nehme, dann möchte ich auch ein weißes haben, damit es gut passt. Auch hier kann wieder variiert werden. Aber das wäre so meine Wunschvariation. Funktioniert alles. Außerdem haben wir hier an der Seite von der Tri-Strike die Schulterstütze samt Granatwerfer. Okay, Granatwerfer. Habt ihr mir gut erklärt, es ist eine Granate, keine Rakete. Ihr könnt das jetzt also nehmen und habt nochmal einen Extraschuss. Und zwar an der Seite, sodass es nicht hier auf der oben sitzt und euch am Zielen hindert oder am Nachladen. Deswegen mag ich es generell nicht, wenn man sich hier oben Scope draufbaut oder ähnliches. Auch hier vorne nicht, weil dann ist es sehr überladen. Wir haben hier schließlich unten etwas dran gebaut, nämlich... Tada! Hier, das hier ist erstmal von der Modulus, der ganz normalen Modulus. Das habe ich nur genommen wegen den beiden Tactical Rails. Und da unten dran, an der Tactical Rail, haben wir den Griff vom Stealth Kit, der sich auf und zu klappen lässt. Man kann ja auch jeden anderen Griff nehmen, aber ich finde einfach, der ist richtig stylisch. Hat was. Und ich habe es jetzt extra langsam genommen, um niemanden zu verletzen. Kann man 1A benutzen und auch hier wieder, falls einem alles ausgeht und noch Granaten auf dem Feld rumliegen. Warum auch immer, wer benutzt die? Na gut, wir anscheinend. Können wir das jetzt einfach abnehmen. Und auch hier wieder als eigenständigen Blaster benutzen. Oder wir nehmen es ab und haben hier nochmal einen leichteren Blaster. Oder machen das ganz ab und haben einen kleinen Handblaster. Ich mag diese Modul des MK2. Sie ist stylisch und lässt sich sehr leicht umformen. Naja, das wären jetzt all meine Kombinationen gewesen. Ich bitte euch weiterhin darum, erfindet schöne Namen. Das macht mir immer sehr viel Spaß und... War es das mit dieser Kombinationsepisode? Ich arbeite natürlich noch an weiteren Kombinationen, aber das wäre es dann erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Magic Sunday, wo es dann das nächste Nerf-Video gibt. Bis dann und in der Zeit macht's wie ich und beißt euch durch. Euer Magic Beaver. Ciao.